Großes, Rotes, und damit bin nicht ich heute gemeint. Nein, es ist das Feng Shui Reichtumsportemonnaie. Und ja, das ist groß und das ist rot, und zwar ganz besonders rot, denn rot spielt natürlich beim Feng Shui und vor allem auch bei diesem Portemonnaie eine riesengroße Rolle. So günstig, ich sag's noch einmal, weil dieses Feng Shui Reichtumsportemonnaie kennt man. Und vielleicht haben Sie schon seit vielen Jahren eins. Und ja, vielleicht zieht das mittlerweile auch, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, weil es eben so hohe Qualität ist. Also, aber es mag sein, dass man sich vielleicht auch mal wieder was Neues gönnen möchte oder es jemandem verschenken möchte. Dieser Preis ist unschlagbar. Sie sparen 40 Euro und das nur in diesem Monat. Und es wird auch das allerletzte Mal sein, dass wir dieses Feng Shui Reichtumsportemonnaie für diesen Preis anbieten können. Denn das ist ein Wahnsinn. Ich finde ja selbst 129,99 Euro ist ein Wahnsinn, Gabriele. Denn das ist eigentlich auch schon ein Preis. In keinem Lederfachgeschäft wird man ein Portemonnaie in dieser Größe, in dieser Schönheit für so einen kleinen Taler finden. Ja, und das muss ich auch wirklich sagen. Also so günstig hat es das Portemonnaie noch nie gegeben und es wird es auch nicht mehr so günstig geben und es wird es auch nicht um 99,99 Euro. Und auch nicht mehr für 129,99 Euro. Denn ich muss eine Preissteigerung machen. Warum? Sie wissen selbst, es ist alles teurer geworden. Es ist egal, ob es die Milch, die Butter, das Brot ist, alles wird momentan teuer. Die Preise steigen so nach oben und das ist natürlich auch bei mir so. Nicht, weil ich das will, sondern weil die Produktionskosten einfach immer teurer werden. Und deswegen, wenn Sie das Portemonnaie schon lange beliebäugeln, schon lange haben wollen, dann wirklich nicht warten. Weil wenn die weg sind, dann steigt die nächste Produktion und die wird wirklich teurer werden. Ich muss aber einmal ganz kurz noch dir ins Wort fallen, das tut mir sehr, sehr leid. Also es gibt auf der einen Seite, die Stammzuschauer wissen es natürlich und vor allem auch deine Fans wissen es, es gibt zwei verschiedene Portemonnaies. Es gibt einmal den Klassiker. Hier sehen wir gerade das Doppel-Zip-Portemonnaie, das auf Kundenwunsch hergestellt worden ist. Beide haben natürlich die gleiche Wirkung, beide haben natürlich die gleiche Ausstrahlung. Und es gibt eben dieses Portemonnaie, aber es gibt auch noch den Klassiker. Das war das erste Portemonnaie, das ist auch das Portemonnaie, das Gabriele ihr Setter trägt. Also hier, nur da muss man sich so ein bisschen ums Design kümmern, also welches sie haben wollen. Und was ich auch noch sagen muss, denn dieser Preis ist quasi wirklich auch ein Geschenk von Gabriele und es ist wirklich auch ein Neujahrsgeschenk von Gabriele. Wir können Ihnen zu diesem Preis auch nur 150 Stück anbieten. Also wenn die dann weg sind, da ist es egal, ob in diesen 150 Stück 80 vom Reichtumsdoppelzip verkauft werden und der Rest vom Klassiker. 150 Stück insgesamt, also nicht pro Portemonnaie, sondern 150 Stück insgesamt können wir zu diesem Preis heute an Sie vergeben. Aber wenn die weg sind, dann sind sie weg. Und deswegen auch hier nicht lange zögern, sondern schnell sein. Und dieses Portemonnaie heißt nicht umsonst Feng Shui Reichtumsportemonnaie. Denn wenn Sie im Feng Shui recherchieren, was soll denn ein Portemonnaie haben, damit es den Reichtum anzieht, dann werden Sie nachlesen können, es muss groß und es muss rot sein. Rot muss es sein, weil Rot eine Signalfarbe ist und selbst wir Menschen auf Rot, es ist die erste Farbe, die wir als Baby wahrnehmen, wir reagieren auf alles, was rot ist. Hier gibt es zum Beispiel ein rotes Licht, dann weiß ich, das ist die Kamera, wo ich hineinsehen muss. Und die rote Ampel, die Farbe der Liebe, die Farbe des Lebens, alles, was wichtig ist, wird mit Rot angestrichen. Das ist eine Signalfarbe. Und damit die Geldenergie angezogen wird, muss das Portemonnaie rot sein. Groß muss es sein, damit die Geldenergie Platz hat. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe ja hier meine Geldscheine. Hier gebe ich die 100 Euro. So schnell geht's. So schnell geht. Und hier nehme ich jetzt einen 50-Euro-Schein. Hier sehen Sie, diese Geldenergie, die hat wirklich Platz, die ist nicht eingeengt, die kann sich ausdehnen. Denn alles ist Energie. Alles ist Energie. Es gibt nichts ohne Energie. Und Geld ist auch eine Energie. Falls Sie ein Portemonnaie haben, wo Sie Ihr Geld umbiegen müssen, weil sonst passt es nicht hinein, dann machen Sie Ihre Geldenergie schon kleiner. Aber falls Sie ein Portemonnaie haben, wo Sie sogar zusammenlegen müssen, mir tut so weh, dann machen Sie Ihre Geldenergie klein und Sie dürfen sich nicht wundern, wenn Sie dann nicht in der Geldenergie sind. Ich gebe Ihnen zum Aufatmen hier nochmal mit rein. Ich gebe Ihnen zum Aufatmen zu dir. Denn es ist auch so, falls Sie ein also es hat ja alles mit Wertschätzung, mit Energien zu tun. Und wenn Sie
zum Beispiel ein Portemonnaie haben, wo die Ecken schon umgebogen sind, was vielleicht zerrissen oder Flecken sind, dann geben Sie Ihrem Geld ja keine Wertschätzung. Und wenn Sie Ihr Geld keine Wertschätzung geben, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man nicht in der Geldenergie ist. Deswegen Wertschätzung ist alles. Und deswegen ist dieses Portemonnaie auch so hochwertigst gearbeitet. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass Sie nirgendwo so ein hochwertiges Portemonnaie, Lederportemonnaie, um 89,99 €, das ist wirklich, weil es die letzten sind, ich Ihnen die anbiete, dann startet die neue Produktion und wenn die ist, das weiß ich hundertprozentig, wesentlich teurer, also ich werde es Ihnen auch nicht mehr um 99,99 € anbieten können, denn es wird leider alles enorm teuer und wir werden es jetzt in diesem Jahr merken, wie die Preise steigen werden. Das geht jetzt wirklich das Treppchen nach oben bei allen Produkten und deswegen ist es wichtig, dass man in der Geldenergie ist, denn das ist jetzt das Um und Auf, der ist in seinem Portemonnaie, da kommt auf irgendeine Art und Weise immer Geld hinein. Denn es ist eben so, wie dieses Geld in Ihr Portemonnaie kommt, über das machen Sie sich keine Gedanken. Ob es eine Gehaltserhöhung ist, ob es ein Geschenk ist, ob es ein Gewinn ist, ob es ein Trinkgeld ist, ganz egal. Es ist wichtig, dass man in der richtigen Energie ist und dann zieht man die Geldenergie auch ins Leben. Und das Portemonnaie ist ja nicht nur groß und rot, sondern das hat ja außen auch einen Zahlenschwingungscode. Und der ist natürlich auch enorm wichtig. Denn dieser Zahlenschwingungscode, das ist wie eine Koordinate, wie eine Telefonnummer. Es ist auf jeden Fall eine Frequenz, voll, die die Geldenergie anzieht. Gabi, aber dafür stehe ich an deiner Seite. Ich muss dir ab und zu ins Wort fallen, denn das ist meine Aufgabe, Sie darauf hinzuweisen, dass es zu kleinen Wartezeiten kommen kann. Die Nummer ist gebührenfrei. Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass Sie eben ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Aber sichern Sie sich jetzt wirklich zu diesem Preis eins der letzten Portemonnaies, egal ob der Klassiker oder der Doppelsinn. Ich probiere ja immer so ein bisschen zu zeigen, dass es eben kleine Unterschiede gibt, dass Sie also wissen, wie sieht der Klassiker aus, wie sieht das Doppelsinn aus. Beide Portemonnaies funktionieren natürlich gleich und beide Portemonnaies sind extremst hochwertig verarbeitet. Wir haben hier einen Kollegen, der hat für Weihnachten für seine Frau ein Portemonnaie gesucht, jetzt nicht letztes Weihnachten, ist schon ein paar Jährchen her, aber der hat gesagt, ich war in so vielen Lederfachgeschäften und habe Portemonnaies in Rot gesucht, weil die Frau wollte unbedingt ein rotes haben und er hat gesagt, ich habe keins gefunden. Seine Frau ist gar nicht spirituell, aber am Schluss hat er gesagt, für diesen Preis, ich nehme es ihr. Und die ist auch immer glücklich darüber. Und sie ist total glücklich damit, ja, und freut sich und ist mittlerweile auch ein Fan von dir geworden, also auch in vielen anderen Sachen. Ja, also es geht wirklich, und natürlich ist es hochwertigst gearbeitet. Es hat einen bestickten Stoff, also nicht bedruckt, dass ich irgendetwas abruppeln kann. Es hat einen YKK-Zip, das ist der teuerste Zip der Welt. Es ist hochwertiges Leder. Es ist wirklich ganz, ganz weich. Es ist also hochwertig gearbeitet. Und natürlich hat Qualität ihren Preis und der steigt. Und Sie wissen selbst, egal, wenn Sie einkaufen gehen, dann merken Sie schon, alles ist ein bisschen teurer geworden. Aber wir wissen auch alle, dass durch die Krise werden die Preise nach oben klettern. Alles wird teurer. Ich muss leider, auch wenn ich es nicht möchte, ich möchte wirklich nicht teurer werden, aber die Produktionskosten steigen enorm und deswegen ist es jetzt wirklich Ihre letzte Chance, dass ich Ihnen dieses Portemonnaie um 89,99 € anbieten kann. 40 Euro Ersparnis könnte man sich noch etwas leisten, aber hast vergessen, mir hinzulegen. Oder was bin denn? Ich jetzt die kleine Glücksmünze. Die kleine Glücksmünze. Ah, die kleine Glücksmünze. Weil die sollte man zum Feng Shui-Portemonnaie eben auch noch mal ganz kurz erwähnen. Die kommt nämlich auch zu Ihnen am Stoffband. Da kann man aber das Stoffband abnehmen und kann quasi die Münze ins Portemonnaie tun. Und das sollte man auch tun, denn A, gehört eine Münze ins Portemonnaie und diese Münze verspricht eben auch noch Fülle, Reichtum, Liebe und Erfolg. Und sie passt zusätzlich auch noch in einen Einkaufswagen. Ja, und das ist natürlich super, denn man hat eigentlich immer einen Einkaufschips dabei. Aber es ist noch, es ist wirklich etwas Besonderes, wenn die in ihren Einkaufswagen ist. Ich habe das wirklich selbst so erlebt. Sie kaufen preisgünstiger ein. Es wird immer wichtiger, preisgünstiger einzukaufen. Und sie kaufen auch bessere Qualität ein. Es ist einfach alles Energie und Feng Shui ist eine Energie. Die Andrea hält es in die Ja, ich wollte nur, dass wir sie nochmal vom Preis her zeigen, weil 9,99 € ist natürlich
natürlich auch hier unser Astro-TV-Preis. Und wenn man eben 40 Euro beim Portemonnaie schon spart, könnte man diese knapp 10 Euro noch mal investieren in die kleine Feng Shui-Glücksmünze. Die kann man natürlich auch verschenken. War immer und zu Silvester auch ein absoluter Run drauf. Oder natürlich auch zum Valentinstag. Ist ja auch, ist ja auch ein schönes Geschenk zum Valentinstag. Und diese Münze ist ja aus Edelstahl, die ist also unverwüstlich. Und die passt eben genau in den Einkaufswagen. Und man soll ja immer eine Münze in dem Portemonnaie haben. Das weiß man ja, dann füllt sich das Portemonnaie automatisch. Und es ist keine normale Münze, sondern es ist eine Feng Shui-Glücksmünze. Also vom Feng Shui her, der Kreis mit dem Loch in der Mitte ist eben dafür, dass die Energien verstärkt werden.